geht wieder los. Guten Abend. Schöner herzlicher Dank und herzlich willkommen bei Belzig, Helzig. Und heute habe ich wirklich sehr interessante Gäste. Ich spreche mit dem Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. Dann kommt der vermutlich jüngste Unternehmensberater Deutschlands, der 17-jährige Philipp Riederle. Und dann spreche ich mit der intellektuellen Allzweckwaffe der Schriftstellerin Thea Dorn. Ja, oh, was war das? Oh. Ja, und bevor wir loslegen, möchte ich aber erst ein paar Glückwünsche loswerden. Seinen 70. Geburtstag feiert an diesem heutigen 18. September heute unser Finanzminister Schäuble. Und da sage ich doi, 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 ja. In dem Alter doch diese Belastung, er ist ja nicht nur Finanzminister, er wird jetzt ja auch einer dieser ESM-Gouverneure, also diese Gouverneure von diesem Wahnsinns-Rettungsschirm, das muss er jetzt auch noch bewältigen. Ich frage mich allerdings, wie? Weil, schauen Sie, als Finanzminister ist er, also als deutscher Finanzminister, ist er zum Sparen verpflichtet und muss das Geld der Deutschen zusammenhalten. Als ESM-Gouverneur muss er schauen, dass er möglichst viel rausholt. Als deutscher Finanzminister ist er uns zur Auskunft verpflichtet, als ESM-Gouverneur zum Stillschweigen. Wie soll er das lösen? Da bedauere ich ihn. Aber gut, wer unter Kohl und Merkel gedient hat, der kennt sich aus mit Persönlichkeitsspaltung. Ja? Also eine schwere Aufgabe. Meine Damen und Herren, ich habe im Urlaub einen Bundestagsabgeordneten kennengelernt und da hat er mir zu mir gesagt, bellt sich mal ganz ehrlich und unter uns, das ganze diesem ESM-Zeug und Fiskalpakt, ich check's auch nicht, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann nur hoffen, dass es richtig ist, was wir da tun. Habe ich gesagt, Herr Abgeordneter, wenn Sie keine Ahnung haben, dann haben Sie aber doch gewiss sich Ihrer Stimme enthalten. Nein, hat er gesagt, er hätte mit Ja gestimmt, weil erstens wegen Fraktionsdisziplin und zweitens, es wäre ein langer Tag gewesen und man möchte auch mal heimkommen. Ja. Und wie ich das gehört habe, habe ich gedacht, also da habe ich begriffen, was gemeint ist, was es bedeutet, unsere repräsentative Demokratie. Die, die keine Ahnung haben, wählen die, die auch keine Ahnung haben. Und die, die auch keine Ahnung haben, erzählen dann uns, die wir keine Ahnung haben, warum wir absolut keine Ahnung haben, weswegen dann wir, die wir keine Ahnung haben, wenigstens eine Ahnung haben, warum wir Leute gewählt haben, die etwas weniger keine Ahnung haben. Ja? Aber es ist ja auch kompliziert. Es ist sau kompliziert und andererseits ist es wieder sau einfach. Ja, das zu begreifen. Meine Damen und Herren, wir leben im Krieg. Es ist ein großer Krieg. Wir führen einen Krieg gegen den Finanzterrorismus. Es ist im Grunde genommen wie früher im Kalten Krieg. Dauernd wird nachgerüstet, nur diesmal mit Geld. Weil er so mächtig ist, der Gegner. Und deswegen werden die Finanzmärkte mit Geld geflutet. Aus reiner Verzweiflung, weil man auf diesen Feind nicht schießen kann. Ach, da war mit der Russe der bessere Gegner, oder? Ach, der Russe, wie er mir fehlt. Was hat er schon gemacht? Er stand vor der Tür und alles war gut. Der Russe. Aber jetzt will ja der Herr Draghi, der EZB-Präsident, gerne mal im Bundestag sprechen und uns Ahnungslosen alles erklären. Finde ich auch interessant. Herr Draghi, EZB-Präsident, war früher Banker bei Goldman Sachs. Also er war mal beim Feind. Er hat gewissermaßen eine kriminelle Vergangenheit. Ja. Und jetzt ist er EZB-Präsident. Im Kalten Krieg hat man gerätselt. Ist das jetzt ein Überläufer oder ein Doppelagent? Ne? Aber es ist ja alles ganz legal. Bundesverfassungsgericht hat geurteilt in Karlsruhe und im Namen des Volkes. Ja, welcher Teil der Aussage ist richtig? Stimmt, Karlsruhe. Ja. Und alle waren erleichtert. Alle waren erleichtert. Vor allem die Finanzmärkte waren erleichtert. Der Feind war erleichtert. Da ist doch was schiefgegangen. Ja. Die Finanzmärkte haben das sowieso überhaupt nicht verstanden, dass jetzt das Verfassungsgericht da urteilen muss wegen dem Grundgesetz, sagen sich die Finanzmärkte auch. Was habt ihr Deutsche immer mit dem Grundgesetz? In China geht's doch auch ohne. Viele sagen ja, das alles ist das Ende der Demokratie. Aber das ist ein Schmarrn. Ich glaube, viele haben überhaupt nicht begriffen, was Demokratie ist. Demokratie heißt immer auch einen Kompromiss schließen, Kompromisse finden. Also Beispiel, ja. Sie wollen Schnitzel, aber das Schwein will nicht zum Metzger. So.
ein schwerer Konflikt, da braucht es einen Kompromiss. Und da sieht man die Leistungsfähigkeit der Demokratie, die diese Kompromisse herstellen kann. Und dann macht die Demokratie, führt zu einem Kompromiss und er lautet dann, das Schwein darf sich seinen Metzger selbst aussuchen. Ja. Skandal, Skandal, ruft das Schwein, Volksabstimmung, ich möchte auch über die Pfanne entscheiden, in der ich lande. Ja. Das ist Demokratie. Meine Damen und Herren, mein erster Gast ist Demokrat und zwar nicht nur das, sondern auch noch Sozialdemokrat. Ich freue mich ja sehr, dass ja wieder mal jemand da ist von der SPD. Die SPD hatte ja gerade ihren Zukunftskongress in Berlin und hat nachgedacht, was sie macht, wenn sie regiert. Warum nicht? Man dürfte ja auch mal träumen. Und ich habe ja große Probleme, überhaupt mal Sozialdemokraten in die Sendung zu bekommen. Wobei mein Gast hat auch Probleme mit der SPD. Sie haben ihm übel mitgespielt damals. Und ich nehme mal an, er ist Mitglied, aber er wählt sie nicht mehr. Begrüßen Sie bitte den Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz. Hier ist Kurt Beck. Herr Ministerpräsident, das ist ganz großartig, dass Sie mir wieder die Ehre geben. Ha? Meine Freude, hier zu sein. Ja. Ich habe natürlich vor allen Dingen dauernd an die Bohle gedacht, all die Jahre, wo ich nicht da war. Ja. Voller Schrecken, muss ich zugeben. Mit Recht, aber ich meine, Sie hatten einen schweren Sommer, da kommt es jetzt auf die Bohle auch nicht mehr an. Das ist so. Prost. Willkommen, Herr Ministerpräsident. Dankeschön. Ja. Meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Ja. Herr Ministerpräsident, ich habe bis zum Schluss gedacht, irgendwie werden im letzten Moment Absagen, weil Sie sagen, Nürburgring-Probleme, Pleite, Hahn, Flughafen-Probleme, Misstrauensantrag, alles. Und dass Sie sagen, der Sommer war so hart, jetzt tue ich mir den Belz nicht auch noch an. Und Sie sind gekommen, trotz Nürburgring, und stellen sich meinen Fragen. Finde ich gut. Ja, ich bin gern gekommen, muss ich sagen. Erstens mag ich Ihre Sendung, darf man ja eigentlich nichts sagen, so, sonst sieht es aus, als wollte man sich beliebt machen, aber ja. Es ist wirklich so. Und zum Zweiten denke ich, irgendwann muss es wieder aufwärts gehen. Und wo anders denn bei Pelzig? Ja, ich werde, also Sie machen sich sehr beliebt. Oder? jetzt höre ich auf damit. Ja, Sie versuchen es. Ja, man kommt ja nicht drum herum, Nürburgring, der Schaden ist noch nicht ganz klar, was da am Steuerzahler hängen bleibt, zwischen 100 und 300 Millionen Euro. Jetzt frage, haben Sie vielleicht eine heimliche Wette mit Klaus Wowereit laufen, die lauten könnte, wer von uns beiden versemmelt mehr Geld und bleibt trotzdem länger im Amt? Also, Sie bringen mich auf eine Idee. Ich werde mit dem Klaus mal reden, ob er mutig genug ist, mit mir zu wetten. Die Wette hätten Sie eh verloren, ne? Ja, es kommt darauf an, wie rum man sie macht. Ne? Ja, es kommt darauf an, wie hoch der Schaden ist jetzt beim Nürburgring. Sie sagen ja, Sie sind optimistisch, 200 Millionen. Haben Sie insgesamt Glück, dass wir ja unser einer bei solchen Beträgen schon nicht mehr aufzuckt, sondern er denkt, oh, das ist aber mal günstig. Ne? Also wir haben da natürlich ein Problem, das muss man sagen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Investition in eine Region, in der sonst richtig schwierig ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das war mal der Grund, warum der Nürburgring da in dieser Region der Eifel ist, sonst wäre man ja in eine Ballungsregion gegangen. Also in 5 Jahren wird es anders aussehen, viel positiver. Das haben Sie vor 5 Jahren auch gesagt, ne? Nein, das habe ich vor einem Jahr gesagt und es sind noch 4 Jahre bis dahin. Ja? Jetzt haben Sie den Misstrauensantrag überstanden und haben dann gesagt, so viel, wie haben Sie gesagt, ich habe es aufgeschrieben, so viel mangelnden menschlichen Anstand hätten Sie noch nie erlebt. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn Sie der Opposition solche Geschenke machen, dürfen Sie doch nicht wundern, wenn die das Bäckle ausbacken. Nein, es ging auch nicht um den Antrag als solchen, sondern es ging darum, dass da Vergleiche gezogen worden sind mit Menschen, die sich persönlich bereichert haben. Ach so. Und ich finde, das darf man schon auseinanderhalten, ob ein Fehler passiert ist oder ob man in der eigenen Tasche arbeitet oder die der eigenen Partei. Und gegen diesen Vergleich habe ich mich gewehrt. Ja. Die Frau Klöckner war ja auch schon hier. Ne? Ist ja eine gefährliche Gegnerin. Es ist kein Geheimnis, dass sie sich gegenseitig nicht ausstehen können. Und die jagt sie schwer. Andererseits, die CDU Rheinland-Pfalz kennt sich ja aus, auch mit Filz. Und wie der Hildebrand mal gesagt hat, wer selbst im Schlamm steckt, weiß, wie man kleine Bällchen rollt. Ne? Also, aber die haben sie gefressen, die Frau Klöckner, oder? Nein, so viel würde ich gar nicht schaffen, aber das ist aber wieso?
Na nein, das gehört einfach zum Geschäft, dass man das respektiert. Aber ich muss sagen, ich würde lieber in der Sache diskutieren, ja, als doch sehr vordergründig. Aber lassen, ja, wir es jetzt. Ich habe so einen schönen Abend erwartet bei Ihnen. Ja, ja, man kann sich irren. Ja. Auch. Also, naja, aber wir müssen ja drüber reden, das sehen Sie auch ein, ja, oder? Ist doch okay. Und umgekehrt, wenn das den anderen passiert wäre, dann hätten Sie ja auch gesagt, jetzt aber fröhliche Jagd, ne? Weil es geht ja doch um was. Jetzt ist es so, Sie haben gesagt, Rücktritt kommt für Sie nicht in Frage, weil man in schwierigen Zeiten nicht davonläuft. Ihr Finanzminister Däubel ist zurückgetreten vor einiger Zeit. War das jetzt feig von ihm, dass er in schwierigen Zeiten wegrennt? Oder hat er sich geopfert für Sie? Nein, nein, es geht ja darum, wer direkt dort Verantwortung getragen hat. Ja. Es ist ja nicht so, dass der Ministerpräsident dort in einem Aufsichtsrat ist, sondern das ist eine politische Arbeit, die gemacht wird, ja, von Vorständen und von Aufsichtsräten. Und er war der Aufsichtsratsvorsitzende und deshalb hat er die politische Verantwortung übernommen, wie das nach der Verfassung ist. Aber natürlich habe ich immer auch Verantwortung. Man kann nicht sagen, ich bin nur für das Gute, ja, und Schöne verantwortlich und die habe ich auch übernommen. Aber wird überall da, wo mal ein Fehler passiert wird, einer davonläuft, dann wären die Parlamente und die Regierungen öd und leer. Ja, wird manchen passen, aber wäre keine Lösung, ne? Ja, kämen ja auch wieder, ja, ja, welche und ob die es besser machen, weiß man ja. Aber Sie würden garantiert umgekehrt den Rücktritt des Ministerpräsidenten fordern, wenn das... Das weiß ich nicht. Entgegen, ne, öffentlicher Behauptungen habe ich noch nie den Rücktritt, aha, von anderen Politikern gefordert. Wird ja behauptet, ich hätte den Rücktritt von Christian Wulff gefordert. Das ist definitiv unwahr. Ich mache das nicht und insoweit, da bin ich, ja, eher zurückhaltend. Was mir immer auffällt bei solchen Sachen, dass dann immer sagen, also gut, er war im Aufsichtsrat, der Herr Däubel, jetzt wird ja am 18. Oktober Prozess, gibt es jetzt ja wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage, wird jetzt verhandelt. Und das wird ja unangenehm, auch für Sie, das wird nicht runterkochen, Sie werden vielleicht sogar als Zeuge sprechen müssen, aber im Prinzip, auch Herr Wobereit sagt immer, wir haben uns halt auf die Fachleute verlassen. Ne? Und, aber man fragt sich halt schon, werden dann diese Fachleute mal zur Verantwortung gezogen? Gut, wenn Sie eine solche Planung machen und Sie haben eine der größten Wirtschaftsberatungsgesellschaften, so wie bei mir, der Welt, ja, und die sagen Ihnen, das geht wirtschaftlich so auf und dann macht man es und wenn es dann nicht aufgeht, haben die natürlich, ja, immer eine Begründung, warum es nicht aufgegangen, ja, ist. Aber was bleibt einem übrig? Wer kann schon als Politiker all diese Dinge durchschauen? Und wieso jetzt Klaus Wobereit so angegangen wird, muss ich sagen, so ärgerlich die Dinge sind, bei mir genauso wie bei ihm. Ja. Aber soll der Aufsichtsratsvorsitzende jetzt wirklich erkennen können, ob die Sprinkleranlagen in einem Flugplatz funktionieren oder nicht? Ja, also da wird auch ein bisschen dann am Ende sehr zugespitzt. Und deshalb glaube ich, ein bisschen mehr Sachlichkeit käme man auch aber weiter. Wozu ist dann ein Aufsichtsrat da, wenn Sie sowas nicht, ja, erkennen? Die Details vielleicht ein Sprinkler, aber dass das insgesamt irgendwie alles nicht hinhaut. Und es gab ja beim Nürburgring auch durchaus Fachleute, die gesagt haben, zu groß und falsch geplant. Und war ja hinterher. Ja, auch schon vorher. Ne? Nö. Da waren sogar alle Parteien dafür, dass da was passiert. Also das ist immer vorher und hinterher. Aber natürlich ist ein Aufsichtsrat verantwortlich. Aber wenn Sie jetzt einen technischen Vorstand haben und der legt Ihnen Fakten vor, wo drin steht, das funktioniert, dann machen Sie als Aufsichtsrat gar nichts. Und Sie sagen, nö, das stimmt nicht, was Sie da erzählen. Sagt er, wie kommen Sie denn dazu? Sagt, weiß ich auch nicht, aber könnte ja sein. Also das ist schon schwierig, ja, das muss man sagen, bei so komplexen Dingen. Und es ist ja nicht so, dass nur jetzt im öffentlichen Sektor sowas passiert. Wenn Sie bei Unternehmen, bei Wirtschaftsunternehmen sich das angucken, da wird es halt nur nicht so, oder in den meisten Fällen öffentlich nicht so wahrgenommen. Aber natürlich geht auch mal was daneben und ja, das ist, weiß Gott, ärgerlich. Übrigens für die, die betroffen sind, mindestens so ärgerlich wie für andere. Ja, ich habe gelesen, Sie hätten schon recht gelitten darunter, ne? Das ist Ihnen schon... Ja, natürlich betrifft jetzt einen das, das ist doch gar keine Frage. Wenn man das liest, Frage, was dabei jetzt gelaufen ist, ich meine, das hat ja Ihr Finanzminister gemacht, das ist ja wie eine schlechte Kriminalkomödie. Wieso werden dann Provisionen an Finanzvermittler gezahlt, bevor die überhaupt Erfolg haben? Naja, das sind... Sechsstellige Höhen. Naja, gut, also gegen die Dinge sind jetzt so, dass die Gerichte sagen, ja, da gibt es nichts anzuklagen an dieser Stelle. Wenn Leute arbeiten und wenn Leute eben versuchen, bestimmte Finanzgeschäfte zu organisieren, dann sagen die, für diese Arbeit haben wir, ja, Geld zu gut. Also so aus der Reihe ist das alles nicht. Am Ende wird alles so zu...